Rainer, bitte von dir auch noch ein paar Worte. Ich sage das mal so salopp. Du bist neben Hans Meyer der Sportler im Präsidium. Du hast Max in seiner Tätigkeit für Borussia sehr eng begleitet. Ich gehe davon aus, dass auch du den Tag als traurigen Tag bezeichnest. Ich will es mal so sagen. Wir beide kennen uns seit 91, Max. Wenn dann jemand geht, der die Bausteine hier gut aufeinandergesetzt hat, dann tut das weh. Und dennoch obliegt es mir dann eben auch, die Finger zu drücken, dass es ihm besser geht bei Gelegenheit. Wir werden natürlich alles versuchen, die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen, um Borussia Mönchengladbach wieder nach vorne zu bringen. Und darüber hinaus haben wir ein Konstrukt, was stabil ist. Und dieses Konstrukt werden wir nutzen, um uns dann eben auch wieder auf die Position zu hieven und alle anderen Spekulationen, die werden wir auch nicht kommentieren, denke ich mal, die werden wir jetzt irgendwann anfangen, aber wir werden uns sicherlich nicht darauf einlassen. Wir werden unseren Weg gehen, den Borussenweg, den Sie kennen, den wir kennen und werden uns auch treu bleiben in dieser Richtung. Und dementsprechend, glaube ich, werden wir so verlustreich wie der Weggang von Max Eber für Borussia Mönchengladbach ist, aber versuchen, das eben auch wieder gut aufzubauen. Wünschen dem Max natürlich alles Gute, eine gute Erholsamkeit seiner Gesundheit und dass man sich irgendwann wieder sieht in alter Frische und auch in seinem Gemüt eben in alter Frische.